Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Special Edition 7 Days 7 Outfit. In diesem Video möchte ich euch 7 Outfits fürs Büro zeigen und Partner des heutigen Videos ist Lilly Silk und da durfte ich mir ein paar neue Pieces aussuchen. Die seht ihr im Laufe des Videos, aber auch andere Stücke, von daher ja, viel Spaß mit dem Video. Und ich habe mir gedacht, wir starten mit etwas Extravagantem. Die anderen Outfits werden normaler, kann ich versprechen. Aber ich habe diesen Trend aktuell auf Instagram gesehen und abgespeichert und wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und zwar geht es darum, quasi eine Bluse, idealerweise einfarbig. Ich habe es immer mit weißen Blusen gesehen, kann mir aber auch vorstellen, dass das mit einer schwarzen, klassischen Bluse ganz toll aussieht. Und dann wird hier quasi das Tuch, hier geht quasi so der Rand des Tuches unter der Bluse längs. Und dann wird er hier so über die Knöpfe gezogen und das Tuch dann einmal halb rum und dann auf der anderen Seite wieder durch. Man kann das hier drüben befestigen. Ich finde das ein bisschen praktikabler hier auf der Seite. Dann kann man die Hose schneller aufmachen, wenn man zur Toilette geht, wenngleich man das auf jeden Fall lösen muss. Also es ist nicht die einfachste Kombination, wenn man zur Toilette gehen möchte. Aber auf jeden Fall mal was anderes und Besonderes. Und mein Tuch ist so 90x90 cm lang. Und um die Farben, um dieses frühlingshafte Farbschema aufzufangen, habe ich mich entschieden, das Outfit mit der Louis Vuitton Pochette Métisse in Rot zu kombinieren und das Weiß auch wieder in den Schuhen aufzugreifen. Dadurch wirkt das Outfit so ein bisschen freundlicher. Das hier sind die weißen Gabor-Loafer. Und kommen wir zum ersten Lilly Silk Piece. Das ist diese Hose, die habe ich seit letztem Jahr im Blick. Die hat nämlich, was ich und wir alle, glaube ich, lieben, diese doppelte Bundfalte. Und dann hat die hier dieses wunderschöne Muster, dieses gescheckt nennt sich das, glaube ich. Das ist so toll. Die Hose ist ein absoluter Traum. Die ist aus Wollflanell, dadurch auch so leicht kuschelig, quasi nicht so diese klassische, typische glatte Wolle, sondern so ein bisschen kuscheliger. Und unten hat sie dann so ein umgeschlagenes Bein und passt hier von den Loafern her absolut perfekt von der Länge. Ich werde euch die Größen auf jeden Fall in der Infobox verlinken, die ich hier habe. In dieser Hose habe ich eine Größe 40. Und Lilly Silk ist ja bekannt dafür, dass sie super viel aus Seide herstellen. Die haben auf jeden Fall auch Seidentücher, wenn ihr da mal schauen wollt. Ich glaube allerdings, dass die alle eher ein bisschen kleiner sind. Aber ich verlinke euch unten mal die Tücher, dann könnt ihr da auch nochmal stöbern. Und die Seidenstücke, die werden halt aus 100% Maulbeerseide hergestellt. Das Maulbeerseide ist eine Seide, die verbraucht relativ wenig Wasser in der Herstellung im Vergleich zu anderen Materialien und ist halt absolut luxuriös. Und diese Hose, finde ich, sieht halt auch super schön aus, kann man ganz toll kombinieren. Ich zeige euch gleich quasi auch nochmal eine normale Variante ohne dieses Spezielle, aber ich finde die mega, mega toll und habe ja auch mittlerweile so ein paar Woll-Kaschmirstücke, meistens Merino-Wolle, ist es dann bei den Oberteilen im Kleiderschrank und bin da mit der Qualität auch super zufrieden. Ich habe auch wieder einen Rabattcode für euch, den blende ich euch hier einmal rein und verlinke euch den unten auch nochmal in der Infobox zusammen mit allen Stücken, die ich so zeige. Ich gucke mal, weil es gibt zum Beispiel dieses Hemd hier, das ist älter, das gibt es leider nicht mehr, da versuche ich, ob ich euch Alternativen verlinken kann. Und dann wechsle ich mal kurz das Outfit in eine Variante, die nicht ganz extravagant ist, sondern ein bisschen ein bisschen klassischer. Und das hier wäre dann jetzt die klassische Variante. Wir sind weg von den Farben. Ich habe hier jetzt den MS Kelly Gürtel einmal draufgezogen und dann meine Stiefletten von Totem mit dem kleinen Kettenheel. Hier wird es tatsächlich auch gut aussehen, wenn man den Saum unten rauslassen würde oder so ein bisschen verlängern würde. Sowas kann ein Schneider auf jeden Fall auch immer gut machen, wenn das quasi noch so ein bisschen mehr über den Heel gehen würde. Bei mir ist natürlich aber auch die Konstellation, ich bin 1,81 Meter und dementsprechend sitzen Hosen bei mir manchmal so ein bisschen kürzer. Ich habe jetzt gerade gestern auch wieder Hosen zum Schneider gebracht. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Variante, weil machen wir uns nichts vor, unsere Körper sind alle unterschiedlich und bei dem einen ist ein bisschen zu viel Stoff an der Taille, an der Hüfte oder in der Länge und bei dem anderen ein bisschen zu wenig. Und bei vielen Hosen kann man auf jeden Fall ein bisschen Stoff rauslassen oder kürzen, je nachdem, in welche Richtung das gehen soll. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr, dieses Outfit so im Büro zu tragen. Und falls es doch noch ein bisschen frisch sein sollte jetzt im Frühling, dann könnte man zum Beispiel noch einen Schal umbinden. Entweder man legt sich einfach was über die Schultern oder aber man kann halt auch einen Schal so als Dreieckstuch falten
und dann vorne und hinten noch in die Hose stecken. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein Pullover, den man drüber trägt. Der Schal hier ist von Totem und der hat natürlich ein super schönes Logo, so ein super schönes Motiv, dass das ja auch noch so ein bisschen mehr hermacht. Wobei ich finde, auch eine ganz schlichte Farbe würde total toll aussehen, gerade in Verbindung mit der Hose, die ja auch schon für sich spricht und für sich halt auch schon so ein super schönes Muster hat. Und im Grunde, finde ich, reflektiert sich das so ein bisschen, weil alles gerade Linien sind, sowohl bei dem Totem-Schal vom Logo her bis auf den Kreis oder das V gegebenenfalls mal. Aber es ist, passt auf jeden Fall sehr gut zusammen, weil das auch hier ein feinmaschigeres Muster ist und hier dann ein gröberes Muster. So habe ich den Schal tatsächlich auch einmal im Büro getragen, als mir ein bisschen kühler war. Da kam mir die Idee, dass ich das ja so ein bisschen... Ja, da werden wir wieder beim Thema Extravaganz, ein bisschen anders stylen könnte, und das hat mir richtig gut im Büro auf jeden Fall gefallen. Das nächste Outfit ist in Erdtönen inspiriert und zwar quasi eine Kombi, die ich super gerne trage, sind die braunen Adidas Sambas zusammen mit der Bottega Veneta Hobo Bag. Die habe ich mir letztes Jahr zum Geburtstag gekauft und dann in Verbindung mit diesem Shirt, das ist Vanilla Silk, und ich dachte, dass es eher so ein bisschen graustichiger wäre, aber das hat hier so richtig schön braumelierte, so Schoko-Untertöne drin. Das gefällt mir noch so, so, so viel besser, weil ich liebe Braun sowieso total. Dazu dann auch komplett goldener Schmuck plus, ja, im Grunde so mein Standardschmuck, kann man ja an der Stelle sagen. Und die Hose ist von Reese, die habe ich auch schon ein paar Jahre. Die mag ich total gerne leiden. Die ist in diesem wunderschönen Beige. Und ich finde, es gibt so unterschiedliche Beige-Töne, welche, die so ein bisschen gelbstichig sind, welche, die so ein bisschen... beige. Und hier finde ich es nämlich so, dass es so ein Beige ist, wo so bräunliche Untertöne drin sind. Deshalb finde ich die Kombi total toll. Und ich kann mir aber noch einen anderen Schuh hier sehr gut auf dem Outfit vorstellen. Den zeige ich euch auch gleich nochmal. Die braunen Adidas Sambas wären halt perfekt, um dieses Braun einfach nochmal aufzufangen. Aber ein Loafer würde sich hier halt auch total gut machen. Nun habe ich keine braunen Loafer, aber ich habe eine andere Variante. Und zwar mit meinen weißen Loafern von Gabor. Ich finde, die bringen nochmal so ein bisschen mehr Frische, so eine gewisse Leichtigkeit in das Outfit. Und falls ihr hättet, ich habe ja meine weiße Schneeflocke, meine Chanel Wallet anscheinend verkauft, aber falls ihr eine weiße Tasche habt, dann würde die sich jetzt auch perfekt darauf machen, weil die das Weiß vom Fuß, also vom unteren Bereich des Körpers hier oben nochmal auffangen würde. Ich bin jetzt hier oben relativ dunkel im Vergleich zum unteren Part von meinem Körper. Das ist nicht so ganz ausbalanciert. Aber von der Farbkombi gefällt mir das auf jeden Fall richtig gut. Und auch wie die Loafer in Verbindung mit der Hose zum Beispiel unten sitzen, ist das eine richtig, richtig schöne Kombi. Unabhängig von der Jahreszeit trage ich ja grundsätzlich auch gerne mal schwarz. Von daher darf auch im Frühlings-Lookbook quasi ein schwarzes Outfit nicht fehlen. Und hier habe ich mich für eine Kombi entschieden mit so ein paar besonderen Details. Denn zum Beispiel das Top von Massimo Dutti, das hat hier noch eine Paspelnaht. Das ist nicht, das ist da richtig eingestrickt quasi, aber so ein besonderes Detail. Dann habe ich hier auf der Berlin-König-Boy-Hose noch den Kelly-Gürtel. Dann könnte man jetzt zum Beispiel kombinieren die schwarzen Birkenstock Arizona oder aber die MS Chipre, wie in meinem Fall. Chanel Dead Sandals würde ich, glaube ich, nicht kombinieren, weil die hinten nochmal den Fuß zu machen und ich das ganz schön finde, dass es hier so ein bisschen lockerer offen bleibt. Dann habe ich die Trendy CC und um halt noch so ein bisschen Wärme mit reinzubringen, den dicken Wollpullover von Totem. Falls es doch ein bisschen frischer werden sollte oder halt, falls es irgendwie angenehm ist und man sich nur so ein bisschen irgendwo reinkuscheln möchte vor dem Wind, dann halt so wie hier über die Schultern gelegt. Und ich habe extra auch den dicken Kragen von dem Rollkragenpulli, habe ich nach innen geschlagen, damit er nicht nach außen quasi aufliegt und dadurch entsteht auch noch so ein schöner Stehkragen mit dem Pulli. Und bei Bedarf kann man ihn natürlich auch überziehen. Und für mich wäre der Fokus hier auf jeden Fall so quasi so auf den zweiten Blick so die Details zu erkennen, wie zum Beispiel auch dann bei den Ohrringen hier aus der Cat Young-Reihe mit den schwarzen Onyxsteinen oder hier bei dem Ring. Ich habe auch hier wieder die Armreif-Konstellation ein bisschen verändert, also nur Gold quasi in Verbindung mit dem Outfit. Und jetzt müsst ihr mir mal sagen, welche Kombination ihr schöner findet. Und zwar mit Kelly-Gürtel
Und der Trendy CC quasi so in der schicken Variante. Ich glaube nämlich, die zweite Variante, die ich euch gleich zeige, gefällt mir noch ein bisschen besser. Und zwar ohne Kelly-Gürtel, sodass wir hier wieder so eine durchgehende schwarze Fläche quasi haben. Und auch nicht mit der sehr schicken Trendy CC, sondern mit der lässig coolen Soul-Sangle von Celine, die so ein bisschen auf subtilere Art sehr schick ist. Es passt auch ein bisschen mehr rein. Ich würde das Arbeits-iPad hier reinbekommen, müsste nicht noch eine zweite Tasche mitnehmen. Und ich finde, bei dieser Outfit-Kombi ist der Fokus nämlich mehr so darauf, dass hier in der Körpermitte nicht viel passiert, ist der Fokus mehr hier auf den weißen Details, auf den besonderen Schuhen mit der besonderen eine Schnelle ist es nicht, mit dem besonderen Steg, der quasi dieses Haar ist von den Chipre-Sandalen und vor allem halt auch hier so auf der Schmuckkonstellation. Gefällt mir noch ein bisschen besser, weil es ein bisschen reduzierter ist und nicht so ganz viel hier mit dem Schmuck ist es besonders, das Detail ist besonders, der Gürtel ist besonders, die Trendy CC ist durch ihr Quilting und durch die goldene Hardware, die sehr präsent ist, sehr besonders und dann auch noch die Schuhe. Da gefällt mir das hier, glaube ich, noch ein bisschen besser. Lasst mich mal wissen, wie ihr das seht. Ich bin ja auch immer wieder ein großer Fan von einem Anzug, insbesondere wenn es ein bisschen legerer ist. Und ich liebe diesen hier, den habe ich vor 2 oder 3 Jahren bei Cost gekauft. Der hat hier, das ist glaube ich ein Baumwoll-Leinengemisch, dadurch fällt der super schön leicht. Ich habe den auch schon im Winter getragen, unter der Hose. Ich habe die Hose auch noch in lang, die zeige ich euch gleich auch nochmal. Trage ich dann allerdings eine Thermoleggings oder überhaupt eine Leggings zum Wärmen, aber dann geht das richtig gut. Zum Beispiel auch, wenn man ein langärmeliges Shirt drunter anziehen würde. Aber jetzt für den Frühlingslook habe ich hier ein Top, das ist auch von COS. Top, quasi kein T-Shirt. Und um das Ganze auf jeden Fall so businessmäßig wie möglich zu gestalten, habe ich mich entschieden, hier auf jeden Fall einen Gürtel zu tragen. Das hier ist der goldene Kelly-Gürtel. Wenn ich den Gürtel weglassen würde, dann wäre, also der Gürtel, der trägt hier auf jeden Fall dazu bei, dem Outfit ein bisschen Struktur zu geben und das Ganze etwas businessmäßiger zu gestalten, weil sonst könnte man bei Shorts ja auch schnell an Strand und Sonnenschein und Meer denken. Den denken wir uns natürlich trotzdem, wenn wir im Büro sind. Aber durch den Gürtel wirkt es auf andere nicht so freizeitmäßig. Und ich könnte mir hierauf auch die Sandalen vorstellen, die MS-Ismir-Sandalen, ich ziehe sie auch gleich an. Aber der Look quasi ohne den Gürtel und mit den MS-Sandalen, das wäre dann schon eher Freizeit. Und so ist es halt ein Look fürs Büro, hier auch wieder kombiniert mit meiner Tasche von Polen. Der Syme-Shopper würde sich hier noch besser eignen, weil da noch mehr reinpasst. Und um hier auch noch so ein bisschen mehr bossy-mäßig und so ein bisschen straighteres mit reinzubringen, habe ich mich hier für eine sehr chunky Kette entschieden und nichts dünnes, zartes. Auch das, finde ich, unterstreicht nochmal mehr so, dass es halt nicht diese Leichtigkeit des Sommerurlaubes ist, sondern dass es so ein bisschen straighter ist, dann wieder kleiner Earstack auf jeden Fall. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal den Look mit anderen Schuhen und ohne Gürtel und danach auch nochmal mit der langen Hose. Und ich finde, da sieht man doch direkt einen Unterschied. Ne? Der Gürtel fehlt, wir haben die Sandalen. Wenn man jetzt nur unten guckt, dann würde man da jetzt nicht unbedingt an Büro denken. Von daher ist die andere Kombi deutlich bürotauglicher und eine gute Wahl. Und das ist der Look mit der langen Hose. Hier sieht man nochmal ein bisschen mehr diese doppelte Buntfalte, die die Hose hat. Auf jeden Fall, der Kelly-Gürtel, den trage ich immer in Verbindung mit dem Anzug. Hier könnte ich mir schon eher die Sandale vorstellen, weil das grundsätzlich ein Business-Look ist. Und je nachdem, wie streng die Vorschriften im Büro so sind, könnten die Sandalen hierzu, finde ich, eine Kombination sein. Oder aber halt auch weiße Sneaker oder wieder die weißen Loafer von Gabor. Ich krempel die Ärmel übrigens eigentlich am liebsten auch hier hoch. Auch wieder ein Vorteil davon, dass der so flowy ist aus diesem Baumwoll-Leingemisch. Und das hier wäre jetzt halt die Kombination mit den Gabor-Loafern. Also auch eher wieder ein bisschen schicker. Und Sneaker würden das Ganze noch so ein bisschen downstylen, ein bisschen lässiger kombinieren. Nämlich dann so. Das hier wäre jetzt die Sneaker-Edition mit. In diesem Outfit ist der Fokus auf Grau- und Schwarz-Elementen und das Ganze getoppt mit
Gold, mit ganz vielen goldenen Akzenten auf jeden Fall. Wir haben hier einmal den Burberry Cardigan aus Kaschmir. Dann haben wir wieder die schöne Hose von Lily Silk mit der doppelten Buntfalte, Schläufchen, unten der Umschlagfalte, darauf die Totem Boots, Kelly Gürtel, wo das erste goldene Detail auftaucht, dann die Chanel Classic Flap, ebenfalls mit den goldenen Details, und dann habe ich hierzu kombiniert den Schmuck von Kate Young in Zusammenarbeit mit Monica Vinader, mit den, ja, das Gold quasi mit den Onyxen in den Ohrringen und in den Ringen. Oh, ich liebe das, das als Kombi zu tragen. Ich bin mir mit dem Gürtel tatsächlich nicht ganz sicher. Er passt zwar farblich sehr gut rein, aber ich glaube, ich finde es legerer, doch ein bisschen schicker. Ich nehme den mal weg. So hätten wir nämlich quasi wieder dieses durchgehend Graue, wenngleich das natürlich leicht unterschiedlich gemustert ist. Aber wir hätten die Akzente eher wieder auf der Tasche, auf dem Outfit selber. Der Gürtel lenkt nicht so sehr von dem Outfit ab. Schlichte Schuhe, aber der Schmuck, der poppt nochmal durch das Grau auf jeden Fall. Zu Grau, ich werde es in diesem Video auch nochmal, glaube ich, sagen, an anderer Stelle, beziehungsweise zu Blau, nee, da ist es Blau. Aber zu Grau, finde ich, passt Silber immer super. Aber mit diesen Schwarzakzenten, finde ich, gerade wenn dann dort auch Gold dann drin ist, dann ist da Gold in Verbindung mit Grau eine super, super, super schöne Wahl. Ja, gefällt mir richtig gut, das Outfit. Sagt mal, was ihr dazu meint. Und ich wollte euch hier einmal auch zeigen, was ich drunter trage. Ich trage ja seit 2 Jahren im Alltag nur diese Lily Silk BHs. Deshalb dachte ich, ich zeige euch die nochmal, weil ich habe jetzt nochmal einen neuen bekommen, weil der andere war, dadurch, dass ich ihn auch schon 1000 Mal gewaschen habe und seit 2 Jahren halt auch als einzigen schwarzen BH quasi getragen habe, war der mittlerweile durch. Aber ansonsten, ja, hat er sich super gehalten. Das Schöne ist nämlich, dass das quasi hier nicht an der Schulter eindrückt, dass man hier so einen breiten Träger an der Stelle hat. Man hat hier Cups drin, die wären aber an der Stelle sonst auch rausnehmbar und hat so einen ganz leichten Support, aber halt nur dieses Drückende von Bügel-BHs. Also Bügel-BHs mag ich gar nicht mehr tragen. Ja, und was soll ich noch sagen? Ja, den habe ich auf jeden Fall in Schwarz und in Nude und die trage ich quasi im Alltag immer. Das ist keine sexy Unterwäsche, aber wenn man tatsächlich nichts vom BH sieht, dann ist es einfach total angenehm, das einfach zu tragen. Es stört einen nicht im Alltag, weil ich war sonst früher immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin, das Erste, was ab musste, war der BH, weil mich halt diese Träger oder auch diese dünnen Träger dann irgendwann gestört haben. Und der hier, der stört mich überhaupt nicht. Ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich dann da drin geschlafen habe, dass ich dann zu faul war, den auszuziehen. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Und falls ich doch mal einen anderen BH trage, im Laufe dieses Videos trage ich zum Beispiel auch Tops, die dünnere Träger haben. Da würde ich den Lily Silk BH nicht runterziehen, weil der Träger dann rausguckt. Und das finde ich persönlich nicht so schön. Dann habe ich von Wonderbra so trägerlose BHs. Und zwar die hier. Die haben auch, also der Cup geht quasi so bis hier. Und das hier unten drunter ist quasi noch so ein bisschen Stütze. Und dadurch rutscht der auch nicht. Also der trägt sich total angenehm. Auch den habe ich in Schwarz und in Nude. Und den trage ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein schickes Outfit trage und auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, nicht unbedingt Support brauche, aber dass die Brust eine schöne Form hat oder dass halt zum Beispiel bei einem Seidenoberteil jetzt die Brustwarze nicht durchblitzt, aber der Träger zum Beispiel rausgucken würde, dann trage ich mal die trägerlosen BHs. Also entweder Wonderbra oder Lily Silk. Ich habe jetzt auch einen neuen Skims BH, mal gucken, wie mir der gefällt, aber die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die, wenn es notwendig ist und die im Alltag, wenn es möglich ist. Der nächste Look ist diese creme-braun-topfarbene Kombi. Und zwar habe ich hier einmal schuhtechnisch meine Jimmy Choo Boots mit dem richtig schönen hohen Schaft. Und die sind von der Farbe so taub mit braunen Untertönen. Dadurch passen die absolut perfekt zu meiner Bottega Veneta Tasche. Und die sind grundsätzlich ein schöner Kontrast, aber nicht so harsch wie schwarz, sondern so ein bisschen weicher vom Kontrast durch das Braun. Das ist ein bisschen weicher, als wenn es jetzt schwarz wäre, zu den Cremetönen. Die Hose ist von Philippa Kay und das Oberteil
ist von Lily Sick. Ich verlinke euch übrigens unten auch in der Infobox die Größen, die ich in den jeweiligen Stücken, die ich euch hier im Video so zeige, die ich trage, verlinke ich euch die Größen nochmal so als Anhaltspunkt. Und darauf dann eine leichte Kette, weil ich finde, dieser Look ist eher so ein bisschen leichter und femininer. Man könnte als Kontrast eine schwerere Kette reinnehmen, aber ich wollte ganz gerne lieber eine leichtere Kette, zumal der Anhänger, wo der Fingerabdruck von Kevin drin ist, der ist aus der Dea-Reihe von Monica Vinita und die Ohrringe, die größeren Ohrringe, habe ich mich dazu entschieden, die zu kombinieren. Die sind nämlich auch aus der Dea-Reihe. Und bei dem Oberteil sei vielleicht noch gesagt, das ist vielleicht nicht für jedermann was, es gibt das auch noch in Schwarz. Das ist so ein nicht transparent, aber halt auch nicht so 100% blickdicht. Ich habe jetzt hier einen nudefarbenen BH drunter und wenn man nah rangeht oder auch hier so, die Kamera fängt das eigentlich ganz gut und realistisch ein, man sieht so ganz, ganz, ganz leicht durch. Das heißt, da auf jeden Fall nudefarbene Unterwäsche drunter tragen oder falls es nicht so euers ist, dann vielleicht die schwarze Kombi dazu, die schwarze Variante dazu. Das hier wäre ein weiterer Look für einen schönen, warmen Frühlingstag, denn an kalten Tagen würde ich noch keine Sandalen anziehen, aber an einem schönen Frühlingstag wäre das, glaube ich, ganz gut möglich. Ich habe hier die MS Ismir Sandalen, darauf dann meine beige Armed Angels Jeans, die habe ich hier unten auch nochmal so leicht umgeschlagen, um noch so ein bisschen, ja, das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Man kann die aber auch natürlich straight lassen. Darauf dann dieses weiße Top von COS. Ich meine, die sind mittlerweile ausverkauft, aber ich gucke mal, ob ich euch da eine Alternative verlinken kann. Und dann halt heute diesen Look auch quasi mit einer Kette kombiniert, weil ich würde auf einer Jeanshose, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich würde auf Jeanshosen eher keine Gürtel tragen, aber um hier oben noch ein bisschen mehr Interesse reinzubringen, könnte man auch über Ohrringe, aber ich habe mich hier für meine Kette entschieden mit Kevins Fingerabdruck in dem Medaillon. Dazu dann noch der Burberry Cardigan in diesem Camelton und die Tasche, die dann auch nochmal die Farbe vom Schuh wieder aufhängt, nämlich die Polaine Numero. Dies. Und weil ich eine Kette trage, habe ich mich entschieden, weil es ein Bürolook ist und somit ein bisschen reduzierter sein kann, für den kleinen Earstack hier entschieden. Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr schöner sommerlicher Look. Oder ich zeige euch hier auch nochmal eine zweite Schuhmöglichkeit, falls es doch ein bisschen kühler sein sollte und wir keine Sandalen tragen wollen. Als Alternative würde sich hier halt auch super ein Loafer eignen. Hier haben wir das anders als im Outfit eben, nämlich diese Balance wieder, dass der weiße Schuh da ist und hier oben sich das Weiß wiederfindet. Dadurch ist das Outfit so ein bisschen mehr farblich ausbalanciert und das wäre auf jeden Fall auch eine sehr gute Kombi. Ich habe jetzt auch die Jeans runtergerollt. Ich glaube, das ist grundsätzlich für den Alltag auch ein bisschen businesstauglicher, als sie hochzurollen, ehrlicherweise. Und wer jetzt mitgezählt hat, weiß, dass wir bei 7 Outfits schon durch sind und jetzt beim 8. angekommen sind. Das ist nämlich ein Bonus-Outfit und wie man unschwer sehen kann, ist das definitiv kein Outfit für das Büro. Aber ich wollte euch die Kombi unbedingt zeigen, weil das so ein perfektes Outfit für eine Hochzeit ist. Und zwar ist das quasi Jumpsuit-like. Es ist allerdings eine Hose und ein Oberteil getrennt voneinander. Ich habe das hier einfach nur reingesteckt und dadurch hat man quasi so diesen Look vom Jumpsuit, aber man kann einfacher auf die Toilette gehen, wenn man das möchte. Und man könnte die Stücke auch separat voneinander kaufen, wenn ihr zum Beispiel schon ein schönes, helles, vielleicht ein weißes Seidenoberteil habt, aber nochmal nach einer richtig schicken, besonderen Hose mit einem hohen Schlitz zum Beispiel sucht. Und hier unter ist auch noch so eine Hose eingenäht, das heißt, beim Gehen ist das richtig schön flowy. Aber es guckt nichts raus. Dazu habe ich kombiniert meine Peter Kaiser Schuhe. Das sind ja die dieses mega schöne Glitzer-Mesh haben. Also das ist nicht irgendwie quasi dieses Glitzer, was so ein bisschen billig aussieht, was so außen drauf ist, sondern das ist richtig so dieser Stoff. Da gibt es auch immer mal wieder Schuhe, die sie in diesem Stoff rausbringen. Mega schön.
Und dann würde ich dazu kombinieren auf jeden Fall meine silberne Diorama. Mit den Schuhen bin ich ehrlicherweise für die Hochzeit da noch nicht so ganz sicher, weil mir die eigentlich mittlerweile ein bisschen eng sind. Da wollte ich nochmal weiter gucken. Aber die Tasche oder meine rote Bulgari-Tasche wären auf jeden Fall die Taschen, die ich zu diesem Outfit kombinieren würde. Denn ich finde, zu dunkelblau passt Silber richtig gut. Deshalb habe ich auch beim Schmuck so ein bisschen downgesized und habe meinen goldenen Armreif abgenommen und habe jetzt hier nur noch den silbernen von Tiffany und den von Gucci. Quasi Papa und Kevin, den Ring von Spinelli Kilkelin, dann noch meine Dior Tribal-Ohrringe, auch was Besonderes, ein besonderer Lippenstift für die Frühlingshochzeit und dann natürlich, den nehme ich ja nie raus, mein Rook von Maria Tesch aus Weißgold mit weißen Diamanten. Ja, das nochmal so als Bonbon zum Abschluss, denn ich bin nicht der Typ, ich hätte jetzt nicht 10 Outfits im Schrank, um euch Hochzeits-Outfit-Inspirationen zu geben. Dafür gehe ich zu selten auf Hochzeiten. Aber ich wollte euch dieses Ensemble auf gar keinen Fall vorenthalten. Und vielleicht ist der eine oder andere ja dieses Jahr auch auf eine Hochzeit eingeladen. Und das Tolle ist, diese Kombi ist auch aktuell im Sale. Müsst ihr mal gucken, ob mein Rabattcode da auch funktioniert. Den Rabattcode blende ich euch hier nochmal ein und verlinke euch den auch nochmal in der Infobox zusammen mit allen Pieces, die ich angehabt habe und hoffe, das Video hat euch gefallen, die Büro Edition plus ein bisschen Hochzeits-Vibes und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend, ihr Lieben, und einen wunderschönen Start nächste Woche in die neue Woche. Bis dann, ciao!